willkommen zu einer weiteren Folge von der Hof Neumann auf der Hofberg. Und zusammen mit der Astra, dem Michael, dem Paul und dem Urban, wunderschön. Hallo. Hallo. Jetzt ist mir gerade eine Sache aufgefallen, ne? Hätte ich eben schon machen müssen, aber ich mach's einfach nachträglich. Astra, was sagst du denn zu den neuen Traktoren? Astra, denkst du jetzt, ey, lass mich einfach in Ruhe. Quatsch mir keine Kante an. Quatsch, genau, ey, ich will kein Gespräch mit dir. Nicht hier, ne? Also könnte sein, dass ich das ein oder andere nicht mitbekommen habe. Ja, das sagst du jetzt einfach nur so, weil du nicht mit uns sprechen möchtest. Das ist richtig. Ist okay. ist es was Persönliches oder soll ich es auf die Gruppe abwälzen? Also für mein Herz sag lieber auf die Gruppe, bitte. Ich möchte nicht darüber sprechen. Ist okay, danke dafür. Ich hab schon verstanden. Das ist ja gut. Da war irgendwo ein Vierbeiner. Ja, wahrscheinlich bei demjenigen, der sich gerade kurz gemutet hat. Deine Fußhupe. Das könnte sein. Würde ich jetzt mal vermuten. Also ich kann sagen, meine Tür ist zu, bei mir ist kein Vierbeiner. Mich wollte heute keiner begleiten. Oh. Ah, ich sag's dir. Will doch nur einer freiwillig, also was heißt freiwillig, aber selbstständig runterkommen. Selbstständig runterkommen tut nur einer, wobei die andere jetzt immerhin nach fast 2 Jahren selbstständig die Treppen im Haus läuft. Hä? Ja. Dinge passieren, ne? Ich weiß auch nicht, was sie dazu geritten hat. Ey, keine Ahnung. Irgendwann fing sie einfach damit an. Also sie konnte ja vorher schon Treppen laufen, so ist ja nicht, ne? Sie läuft ja auf Steintreppen irgendwie bei Schwiegereltern und so, aber sie wollte unsere Holztreppe nicht laufen, trotz dass sie extra zugemacht und sonst und hin und her, aber... War halt rutschig, ne? Ja, wobei geht, ne? Durch den Teppich geht es. Sie läuft aber auch aufs Dach, auf den Dachboden, der keine Treppen... Schutzteppich Zumsel da drauf hat. Sie tut's einfach. Ich freue mich. Nice. Aber auch nur hoch. Am Runter üben wir jetzt die nächsten 2 Jahre. Gut, aber wir müssen schon mal anfangen. Ja. Ne? Runter geht's immer auf dem Po zu einem einfachsten. Ja, sie ist ja erst 6. Wir haben noch ein paar Jährchen. Ja. Ich sag immer bis zur Rente. Wir zwei gehen zusammen in Rente. Also der Dicke geht übrigens auch mit mir in Rente. Klar. So lange müssen die Kinder hier durchhalten. Die Fälligen. Der große. Ich hoffe, dass bald die Palette da ist. Welche Palette? Ich habe ja noch so einen Wetteinsatz. Ach, die? Entschuldigung, ich. Einzulösen. Sorry, ich war gerade im LS bei einer Palette, muss ich gestehen. Nee. Ich denke, wartet er jetzt auf eine Palette Kohl oder? Auf eine Palette Erdbeeren. Ja, das ist. Mach nichts anderes. Das dauert halt ein paar Tage, ne? Aber ich stehe halt jetzt hier rum und warte auf eine Palette Erdbeeren. Nö, ist auch. Oh, was machst du? Ich warte. Ich störe mich nicht dabei. Du hast eine Aufgabe. Das ist richtig. Entschuldigung, ich war gerade wirklich im LS. Ah, oh, schön. Ich hätte auch den Link benutzt, den du mir damals geschickt hast. Was habe ich dir geschickt? Du hast mir einen Link geschickt hier bei einem Online-Versanddienstleister. Ja. Da hat er eingekauft. Da hast du eingekauft. Also die sind eigentlich ganz zuverlässig. Letztes Mal habe ich auch ewig gebraucht, aber da lag es nicht an denen, sondern an dem Paketübermittler. Ich hatte auch dann direkt hier, einen Tag später hieß es dann hier, warte mal, ich guck kurz, was sagt das Ding hier? Bestellungen, Lieferung hat das Versandzentrum verlassen und ist unterwegs. Seit dem 1. September. Ja, das... Also, die kommen mit... Bei mir kamen die jetzt zweimal mit einem Paketdienstleister rote Buchstaben. 3 Stück an der Zahl. Das erste Mal innerhalb von, keine Ahnung, ich sage jetzt 3-4 Tagen, was völlig okay ist. Und das letzte Mal habe ich auch 1,5 Wochen drauf gewartet. Ich weiß auch nicht, was da los war. Keine Ahnung, ob sie das Paket in der Ecke gestellt haben, weil zu schwer oder nicht. Kein Plan. Hat immer nicht auf den LKW gepasst. Der Dienstleister hatte Rücken. Hier steht auch Zustellen 8. September bis 14. September. Also. Ja gut, dann.
Vielleicht muss das auch irgendwo noch durch irgendwelche. Ja, wobei Zoll eigentlich ja auch nicht, ne? Ist ja von Holland hier rüber, aber. Gut, ich hätte vorher eh keine Zeit und Möglichkeit gehabt, dich zu besuchen, von daher. Alles fein. Ja, tut mir leid, 14. geht übrigens. Warte, nee, 14. ist ein Donnerstag. Nee, 14. geht bei mir auch nicht da. Nee, 14. ist ein Donnerstag. 14. am Donnerstag? Ich glaube schon. Der 16. ist Samstag. Genau, wenn der 16. Ja, 16. sind wir bei meinen Eltern da. Ja, dann müsstest du mich auch eh nicht. Dann müsstest du mich in Berlin besuchen. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Du möchtest das nicht? Ich möchte das nicht. Möchte... Jetzt will ich mir aber Gedanken machen. Ja, sollte er sich, aber ich will da niemanden sehen, außer tatsächlich einfach nur meine Frau. Habt ihr ein Date in Berlin? Wie bitte? Habt ihr ein Date in Berlin? Quasi? Wir haben ein Date in Berlin. Sie. Ein Zimmer war da frei, ne? Ein Zimmer war da noch frei, ist richtig. Nee, genau. Nee, bei dir ist nur ein Zimmer frei. Ach, bei mir ist ein Zimmer frei. Erst Schwiegereltern kommen vorbei. Aber die nehmen dich bestimmt auch auf, das ist gar kein Problem. Das kann sie warnen, dann weg oder was? Tatsächlich leider nur von Samstag auf Sonntag. Okay. Aber wir fahren dann Samstagmorgen nach Berlin, machen uns dann einen schönen Tag, abends schön essen gehen, schlafen dann da. Und Sonntagnachmittag zurück. Genau, Schwiegereltern kommen vorbei, passen auf Haus und Hof auf quasi. Mhm. Und den Anhang, der dann zurückgelassen wird und dann. Hat Frauchen quasi mir eine Date Night in Berlin zum Geburtstag geschenkt. Das ist ganz, ganz schön. Boys. Ja, mal sehen. Ich muss gestehen, ich bin nicht der Berlin-Freund. Also, ich liebe Berlin. Echt? Also Berlin ist mir zu groß, zu dreckig. Berlin finde ich eigentlich schön, weil es so schöne Ecken da gibt. Wo du dich aufhalten kannst, wo es echt schön ist. Ja, absolut, Berlin hat schöne Ecken, aber weiß ich nicht, Berlin ist mir zu groß, also zu laut, zu dreckig, keine Ahnung. Berlin ist schöner als München oder sowas. Also ich muss sagen, ich bin lieber in Berlin als sonst irgendwo. Also, ich bin da sehr oft, das ist wunderschön da. So hat jeder das seine. Ich wäre zum Beispiel irgendwie lieber, gut, kann man jetzt auch nicht vergleichen direkt, aber ich wäre zum Beispiel lieber so nach Hamburg oder sowas. Ja, da fühle ich mich in Berlin wohler als in Hamburg. Ja, wäre ich lieber nach Hamburg, schön so Speicherstadt, Hafen und so. Ja. Kannst du auch eine Menge machen, aber alles wird gut. Weil, München. Ja, mit München bin ich so ein bisschen verbunden, weil ich damals meine Einarbeitung da unten hatte. Da war ich irgendwie so 10, 12 Wochen am Stück, deswegen habe ich München teilweise lieben gelernt. Wobei auch eher so das Münchner Umland, muss ich gestehen. Hab damals immer in Passau, müsste es heißen, gewohnt. Genau. Passau. Ja. Passau? Nee, Passau. Passau, ja. Passau heißt es, ne? Ja, genau. Das war direkt bei München. Ja. Ich glaube irgendwie auf der Landkarte rechts von München, ne? Bin mir nicht ganz sicher, aber ja, genau. Da habe ich damals immer gewohnt. Ja, also Micha, Berlin ist okay für mich. Es gibt so Städte, da würde ich eher noch weniger hinwollen. So Frankfurt ist zum Beispiel davon für mich eine. Immer in Frankfurt. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich musste auch mal beruflich in Frankfurt ein paar Wochen arbeiten im Außendienst. Ich bin ja auch ziemlich in Frankfurt, aber ich hab's gehasst. Da war ich beruflich hin, aber nicht privat. Vielleicht hat Frankfurt auch schöne Ecken. Ich war nur beruflich da tatsächlich. Ecken. Aber wenn du da irgendwie durch diese Schlucht fährst. Da ist er schon wieder. Hallo. Er redet noch nicht mit uns. Ja, ist okay. Abgehoben. Oh, vergessen zu unmuten. Hello. Mann, war das schnell. Hast du aber schnell das Kätzchen aus dem brennenden Baum gerettet. Ja, nee, reden wir nicht drüber. Okay. Okay. Das Kätzchen ist einfach runtergesprungen, als es dich gesehen hat. Aha. Habt ihr die 25 schon komplett abgeerntet oder also abgesammelt? Nee, Paul wartet darauf, dass eine Kiste Erdbeeren spawnt und ich hab gekalkt.
Okay, alles klar. Dann fahre ich zu 25 sammeln. Weiß ich nicht. Frag mal Paul, was er gemacht hat. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit noch gekalkt. Ja, alles gut. So, weiter geht's hier nämlich. Fächer Job kein LS-Ton heute an. Och du, ich hab den auch. Die ganze Zeit schon still auf dem Ohr rum. Bei mir ist der auch relativ leise gewesen, beziehungsweise wahrscheinlich kaum hörbar, weil ich so weit weg war. Ich hab überhaupt keinen Ton an, ich höre nur euch. Finde ich jetzt aber auch tatsächlich immer gar nicht so schlimm. Ich habe den LS-Ton immer relativ. Keiner redet, ist gerade so still auf meinem Ohr. Ja, okay, das stimmt. Da bin ich bei dir. Mir ist mir gerade aufgefallen, dass ich auch keinen Ton an habe. Aber in meinem Traktor geht das definitiv besser hier. Ja, ist doch super. Also eigentlich nicht, weil kostet dann jetzt unsere Betriebsstunden und Co., aber egal. Ja, aber komm ich nichts voran, sonst ja, hätte ich drei Tage drauf, die Abernte. Absolut. Ich würde sagen, 1 Toledo incoming. Okay, die Einfahrt war übrigens hinter dir. Ja, ich hab's auch gesehen. Alles gut. Also du sagst, war nichts, war bist einfach wieder hier. Wir freuen uns. Jo. Sehr schön. Ich würde auch sagen, du hast nicht viel verpasst. Ja, ich nicht. Also. Haben nur ein bisschen außer, über dass dich. Wir Strebergärten haben. Und das nee, der war's ja noch, da war's da schon, war ich noch da. Stimmt. Da war er noch da, aber stimmt. Du hast die Entscheidung verpasst, was wir in die Strebergärten ich pflanzen. Was in den Strebergärten drin ist. So wie ich mitbekommen habe, Erdbeeren. Auch ja. Ganz viel. Was gibt's denn alles in den Strebergärten? Ich glaube, wir haben jedes einmal angesät, oder? Paul? Wir haben einmal Blumenkohl, einmal Tomaten, einmal Zwiebeln, einmal Gurken und Erdbeeren. Salat wächst am Hof im Beet. Ja. Aha. Ist das denn eine Produktion, wo du jetzt einfach drauf warten musst, oder wie ist das? Ich denke schon, dass es eine Produktion ist. Also sieht man das im Produktionsmenü? Ja, oder? Ja sieht man ja. Da. Ja. Und dann haben wir noch wohl Weinreben auch noch. Das finde ich geil. Da sind ein paar kleine Weinreben oben, sind da auch beim Garten dabei. Aber da sind auch irgendwie noch Bäume. Ja, Weinreben, Schrebergarten, da kannst du drauf. Äpfel und sowas. Da ist Wasser drin, mach an den Bums. Hier ist doch einer oder nicht? Nein. Nein? Trauben sind aus. Oh, warte, dann ja, aktiviere ich die. Wir haben da ganz viel, müsst ihr jetzt auch Obst und so einen Scheiß haben. Weil das Obst, das ist ja, taucht hier nicht irgendwie in dem Produktionsdingsbums auf. Okay. Warte mal, ich springe mal kurz drin, das will ich jetzt wissen. Vielleicht sind das so wie damals im 19er, einfach diese Obstbäume, wo du die Kiste drunter stellen musst, wenn es geregnet hat. Ja, entweder wenn es geregnet hat oder. Bestimmt ja gehört, also aktive Produktion, Äpfel läuft. Wo man Mist und Wasser einfach so auffüllen muss und dann wächst peu à peu wachsen dann die Dinger. Michael, du erinnerst dich bestimmt ja, an die Mountain Farmers. Genau. Da hatten wir die ja auch. Aber Mist oder sowas wollen die hier nicht haben, die Obstbäume, nur okay. Wasser. Ja, dann brauchen die nur Wasser. Guck mal, die wachsen schon hier, die Beete, hier sieht man schon kleine Pflänzchen. Ja, cool. Das ist ganz, also ich finde die Kanzlerin bei der Mission echt lustig hier, weil sie. Dazu hier oben vielleicht gleich nochmal Langschwaden. Wir haben keinen Schwader mehr. Hab ich so schlecht geschwadelt? Sagen wir mal so, das hier oben ist aber. Naja. Oh, ich habe hier sogar eine Schubkarre und eine Gießkanne. Das ist 50-50. Ja, da oben und unten habe ich ein bisschen genauer gearbeitet, sodass ich auf 80-20 kam. Ja, ja. Ja, komm, machen wir beim nächsten Mal. Das kriegen wir schon hin.
Ja, das war noch, er war stets bemüht, ne? So. Mhm. So und nicht anders. Haben die Lehrer auch immer gesagt, er hat sich bemüht. Hat nichts geschafft, aber er hat es immer versucht. Sömedö. That is ready. Das heißt, die 17 und 25. Oh. Die ist noch drin. Die 17 braucht keinen Kalk mehr. Erledigt. Die 19. Da brauchen wir gerade noch irgendwo Kalk. Auf der 9 gleich. Okay. Guti. Ich würde sagen, während ich mich zur 9 begebe, der Rest auch noch so ein bisschen entweder wartet oder arbeitet, man weiß nicht so genau, Paul, ne? Ich arbeite. Okay, sind wir fertig für den Moment. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne das Däumchen nach oben, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.